Sportsfreunde, willkommen mal wieder. Oh, ich bin mir den Finger gequetscht bei Görki TV. Ich dachte, wird mal wieder Zeit, nach ein paar Monaten hier was zu bringen. Und ich habe euch ja immer wieder versprochen, dass ich auch hier Fragen beantworte, die nichts mit Fitness, Ernährung und so weiter zu tun haben. Und da habe ich jetzt mal bei AskWM reingeguckt gerade und habe dann ein paar Fragen vom Tobias gefunden. Tobias hat ungefähr 40 Fragen auf einmal gefragt. Ich weiß nicht, ob ihm langweilig war oder sonst was. Und weil ich dachte, vielleicht interessiert euch ja das eine oder andere von mir, was nicht mit Fitness zu tun hat. Und deswegen gehe ich mal drauf ein. Lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar fragt mich hier der Tobias, warum eine Xbox und keine Playsy? Ja, ich habe immer so, wisst ihr, bei so Konsolenzeug bin ich eigentlich gar nicht mehr so hinterher. Ich habe gedacht, ich zocke das noch regelmäßig, habe dabei die letzte Zeit kaum Zeit für gefunden und dementsprechend wäre das eigentlich völlig egal. Weil ich eigentlich auch bei Xbox gedacht habe, das ist ja so ein bisschen mehr Medien, ne? So ein bisschen mehr so, wie nennt man das? So Medienstation, ne? Ging mir gar nicht mehr so im Spielen so fett und weil ich mal gedacht habe, ich kaufe immer so von Generation zu Generation immer was anderes. Ne? Letztes Mal war PlayStation dran, deswegen ist Xbox hat irgendwie keinen besonderen Grund. So, Tobias fragt mich außerdem, welchen anderen Fitness-YouTuber feierst du? Welche sind noch ehrlich? Was schaust du dir sonst noch gerne auf YouTube an? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so viel mit YouTube beschäftigt, dass ich nicht oft quer gucke. Natürlich guck mal, was die anderen Fitness-YouTuber so machen, aber ich gucke jetzt selten irgendwie so dort irgendwie jemanden regelmäßig so zur Unterhaltung. Von den Fitness-YouTubern, wen kann ich da am allerbesten ab? Da muss ich ganz klar sagen, am allersympathischsten und am ehrlichsten sind für mich Flavio und Rafa, weil mit denen komme ich eigentlich irgendwie am besten so aus über die ganze Zeit und das sind zwei Typen, denen kann ich alles anvertrauen, das ist ganz wichtig, glaube ich, auch in so einer Branche. Und dementsprechend Chapeau an Flavio und Rafa, das sind so meine Best-Fitness-Homies eigentlich. Ja, gehen wir weiter runter und da ist eine sehr interessante Frage nochmal von Tobi. Braucht man heutzutage ein Studium oder ein Abitur? Braucht man sowas? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Ende meines Studiums, so die letzten zwei Semester, eigentlich gemerkt, ich brauche es tatsächlich für das, was ich tue, momentan nicht. Da habe ich auch schon mit YouTube so ein bisschen Geld verdient. Allerdings würde ich niemals auf die Idee kommen, nicht zu studieren und zu sagen, ich fange an mit YouTube und will damit mein Geld verdienen. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Und dementsprechend ist eine Ausbildung, Abitur, Studium immer eine sehr, sehr gute und wichtige Grundlage, weil mir das auch so ein bisschen die Sicherheit gibt, das, was ich jetzt tue, sozusagen mit einer gewissen Leichtigkeit zu tun. Ich habe ja keinen riesen Stress, wenn das jetzt in die Brüche geht, ja, weil ich ja durch mein Studium und durch meine Ausbildung und durchs Abitur ja immer noch Möglichkeiten habe, woanders wieder Fuß zu fassen. Wenn ich das aber all das nicht hätte und jetzt mit 28 bis dato nur YouTube gemacht hätte, keine Ausbildung, kein Studium, dann würde es auf dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich ziemlich beschissen für mich aussehen. Dementsprechend verfolgt schon eure Leidenschaft, riskiert manchmal auch Dinge, einfach Dinge umzusetzen, aber schafft euch immer eine Sicherheit oder eine Grundlage. Das ist ganz wichtig in meinen Augen, dass man immer grundlegend abgesichert ist, bevor man auch wirklich frei denken kann. Das finde ich ganz wichtig. Könnt ihr mal reinschreiben. Denkt ihr, heutzutage ist es noch wichtig, da abgesichert zu sein? Ich finde schon grundsätzlich, einfach auch YouTube zum Beispiel, wenn das in die Brüche geht, ist ja kein Job, den man mit 30 oder 40 oder 50 noch machen möchte, sondern da muss man dann vielleicht auch wieder in einen ganz normalen Job rein. Es ist wichtig, dass man da irgendwie auch was vorweisen kann, damit man sich auch bewerben kann. So, was habe ich denn hier noch? Ui, hallo Görki, wie viele Freundinnen hattest du schon? Wie waren die Beziehungen für dich und warum hat es nicht geklappt? Ja, das ist ja eine schwierige Frage, ja, Tobias, auch eine sehr persönliche. Ich habe, glaube ich, insgesamt zwei wirkliche Freundinnen gehabt und ja, woran scheitert sowas? Immer eigentlich, glaube ich, an verschiedenen Ansichten. Man lebt sich so ein bisschen auseinander. Jeder ist vielleicht auch mal auf einer anderen Ebene und so wie das nun mal ist. Ne? Also ich bin da jetzt auch mal dadurch, dass ich mal viel umgezogen bin, auch nie immer über so eine ganz lange Zeit in festen Händen gewesen, weil ich mal wusste, ich werde bald dahin und dahin und da war das für mich auch irgendwie anfangs nie so wichtig, mich dann zu binden, weil ich wusste, ich ziehe eh wieder weg. Und jetzt in Berlin bin ich, glaube ich, erstmal ein bisschen sesshaft. Ne? Da schauen wir mal, vielleicht findet sich ja jemand da. So, eine Frage machen wir noch und hier wieder Beziehung. Tobias, hey Görki, woher weiß ich, dass ich meine Beziehung beenden sollte? Das ist auch wieder so eine interessante Frage. Ne? Hier der Date-Doktor Görki. Woran sieht man, dass man eine Beziehung beenden sollte? Ich glaube, wenn man den Partner nicht mehr erreicht,
Da gibt es immer so Anzeichen, glaube ich, wenn man lustig und ist und Scherze macht und man den Partner nicht mehr zum Lachen bekommt. Sowas zum Beispiel, das ist ein Anzeichen. Oder wenn eine große Eifersucht vielleicht aufkommt. Oder vielleicht aber auch, wenn so ein bisschen dieses Scheiß auf den, ich mache mein Ding so. Also, oder wenn man sich halt mehr für andere wieder interessiert, ne? Also ich glaube, da gibt es viele Anzeichen. Ich glaube, das Problem ist, glaube ich, bei vielen, sie trauen sich nicht, eine Beziehung zu beenden, weil man halt in so eine Gewohnheit reinkommt. Also es ist ja schön, jemanden zu haben, dass man nicht allein einschlafen muss, dass man nicht allein ins Kino geht und so ein Zeug. Und dementsprechend ist oft diese Gewohnheit, die ist dann oft stärker als, sag ich mal, die Liebe. Und man macht nicht Schluss, man traut sich nicht, weil man Angst hat, allein zu haben. Das merke ich immer wieder. Aber ich sag hier am Ende des Videos nochmal eine Sache. Es ist besser, keine Beziehung zu haben als eine schlechte in meinen Augen. Und indem man halt in einer schlechten Beziehung ist und die länger hält, verwehrt man sich vielleicht eine bessere. Heißt aber nicht, dass man jetzt für jeden Grund Schluss machen soll. Ne? Das ist ja heutzutage auch so ein Ding, dass man dann gleich wieder den nächsten Besseren sucht. Das ist nicht so gemeint, aber wenn man merkt, es funktioniert nicht, man ist nicht glücklich, ich glaube, dann sollte man die Konsequenzen ziehen und Schlussstriche ziehen. Sonst wird man auf Dauer auch nicht glücklich mit und hat immer so ein bisschen was im Kopf. Ne? Das sind hier mal ein paar Fragen gewesen vom Tobias. Tobi Time nenne ich das Ganze mal. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, sowas auch vielleicht mal ein bisschen tiefer zu beantworten, solche Fragen, dann schreibt mir die bei AskFM rein oder auch unter das Video gleich gerne direkt. Und dann machen wir sowas mal oft oder öfters, dass ich einfach normale Fragen hier beantworte, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn nicht, dann lasst uns einfach sein. War mal wieder ein Versuch, hier bei Görki TV reinzukommen. Duschtutorial ist jetzt auch ja schon nicht mehr aktuell. Könnte man auch mal wieder ein Update bringen. Ja, vielleicht wie mein Rücken am besten scheuert oder so ein Zeug. Und ja. Ich glaube, das reicht. Ich trinke hier noch mal ein Whey-Isolat. Ist ganz lecker. Lemon Cake von ESN. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Produktplatzierung. Nee, aber schmeckt echt geil. Dinkelwaffeln. Das sind solche Dinger. Sieht aus wie so Reiswaffeln mit so ein bisschen Schoko oben drüber. Und kann man machen. Ja. Zum Sport, Freunde. In dem Sinne, neue Fragen raushauen. Ich gehe dran, beantworte die für euch. Diskutiert mal ein bisschen mit zu den Fragen von Tobias. Würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Studium, Abitur braucht man das. Woran merkt man, dass eine Beziehung gescheitert ist? Und ich glaube, das sind schon interessante Themen, da kann man drüber sprechen. In dem Sinne, haut rein, euer Görki. Ciao.